Also dieser Tag ist für mich in mehrerer Hinsicht besonders. Zum einen der Ort, der ja sehr viel verkörpert. Hier standen bis vor kurzem Kasernen der sowjetischen Armee. Und jetzt werden hier Wohnungen gebaut. Und das kann sich ja nur um einen unglaublichen Qualitätssprung handeln. Das heißt, wir sind also sehr stark auf einem sehr positiven Expansionskurs. Und jede Wohnung, die hier gebaut wird, entlastet den Jenaer Wohnungsmarkt und bringt ein neues Stück Qualität dazu. Also mein Name ist Susanne Wacker, ich leite den Bereich Projektentwicklung, Projektmanagement bei Jena Wohnen und konkret bei der Camburger Straße war ich für die Planung verantwortlich, also als direkte Projektleiterin für das Projekt. Ja, jetzt sind wir hier bei 90 Wohnungen auf ungefähr 7.500 Quadratmetern Wohnfläche, alle mit Aufzug, alle barrierefrei. Die Zielgruppen wurden nochmal neu formuliert, also Familien, mit Kindern, mit Gartenanteil im Erdgeschoss, das passt da ganz gut. Und ältere Leute, die wir hier im Wohngebiet haben, können hier ihre neue Wohnung finden. Ja, für alle die haben wir das hier. Ja, mein Name ist Christiane Schley. Ich bin Landschaftsarchitektin und Urbanistin. Meine Aufgabe ist hier, die Außenanlagen zu planen. Mit dieser Idee habe ich mich sofort angefreundet und Feuer gefangen und habe alles das, was ich immer schon mal machen wollte, in das Exposé reingetan. Also die Wegegestaltung ohne Parkplätze, das verkehrsfreie Innere, die E-Mobilität, die Anknüpfung an die öffentlichen Nahverkehrssysteme, aber eben auch die Hausgärten, die wir hier im großen Umfang umsetzen, Obstbäume, vor allem aber auch den Lebewesen, die ja mit uns zusammen diesen Planeten bevölkern, einen Lebensraum zu bieten in Form von Wiesen, Bäumen, Staudenflächen und eben auch zum Beispiel Trockenmauern.